Hallo liebe Freunde des Rechts, hier findet am Donnerstag ein Prozess statt. Und zwar von der Klägerin Renate Künast, die dort sitzen wird, gegen Facebook, die zugeschaltet sein werden per Videokonferenz vor dem Landgericht Frankfurt. Und zwar geht es um die nicht unbedeutende Frage, ob Opfer von Hasskriminalität und Verleumdung eine effektive Möglichkeit haben, sich gegen Straftaten auf Facebook zu wehren. Und das hat Auswirkungen, denn bisher war es so, dass wir schon öfter prozessiert haben, um die Frage zu klären, was sind überhaupt rechtswidrige Inhalte, was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und ab wann haftet ein Plattformbetreiber. Und diese Prozesse haben Jahre gedauert und Facebook hat sich dann irgendwann bequemt, diese Inhalte zu entfernen. Aber jetzt geht es um die Frage, ob Opfer die Möglichkeit haben, wirklich effektiv rechtswidrige Inhalte zu entfernen, und zwar alle, die identisch auf der Plattform vorhanden sind. Denn bisher war es so, dass Opfer mit mühevoller Kleinarbeit alle URLs zusammensuchen mussten und melden und dann gehofft haben, dass irgendwann mal der Plattformbetreiber aktiv geworden ist. Auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz musste man jeden einzelnen rechtswidrigen Inhalt entfernen. Dabei hatte die Rechtsprechung schon vorher gesagt, dass bei einem einmaligen Verstoß eine Überwachungspflicht des Plattformbetreibers besteht und dass natürlich gleichartige, kerngleiche Verstöße ebenfalls von einer Unterlassungs- oder Beseitigungsverpflichtung umfasst sind. Und das ist eine Frage, die neu ist und die bisher noch nicht geklärt ist. Und deshalb sind wir froh, dass Renate Künast, unterstützt von HateAid, diesen Musterprozess führt, der weitreichende Folgen haben könnte dafür, wie künftig Opfer sich gegen Plattformbetreiber wehren können. Für Facebook könnte dabei aus deren Sicht schlimmstenfalls rauskommen, dass dann auf einmal jeder kommen könnte. Jeder, der verleumdet wurde oder dessen Bilder auf Facebook hochgeladen worden sind, ohne deren Zustimmung, dass die auf einmal verlangen, entfernt sie nicht nur an der Stelle, sondern überall auf eurer Plattform, jedenfalls dort, wo sie identisch oder im gleichen Kontext bereitgestellt werden. Und da kann man darüber streiten, wie weit geht die Verpflichtung. Was ist, wenn etwas in einem anderen Kontext oder verändert oder in Ironie oder als Satire dargestellt wird? Auch um diese Frage wird es gehen, denn wir wollen nicht, dass die Meinungsfreiheit dadurch beschränkt wird. Wir wollen nicht, dass einfach Tabula rasa gemacht wird, sondern wir wollen eine fundierte und einzelfallorientierte Prüfung haben, dass Facebook also nur die wirklich rechtswidrigen Inhalte entfernt. Und da wird Facebook sagen, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das ist viel zu teuer. Wir sind eine riesige Plattform und wir bräuchten eine Wundermaschine, um so etwas anzustellen. Das ist auch technisch gar nicht möglich. Mit einer solchen Bullshit-Argumentation hatte es Facebook 2017 vor dem Landgericht Würzburg versucht und leider, sie sind damals damit durchgekommen. Denn das Landgericht Würzburg hat gesagt, wir bräuchten einen Sachverständigen, um zu klären, ob man wirklich eine Wundermaschine bräuchte oder nicht. Nun, diesmal sind wir nicht in einem Eilverfahren, sondern in einem Hauptsacheverfahren und wir haben ein Gutachten. Wir haben von einem Sachverständigen untersuchen lassen, kann Facebook identische Bilder finden oder nicht? Und da werden manche von euch sagen, natürlich kann man das, das ist doch jedem bekannt. Aber vor Gericht gilt es, den Stand der Technik zu beweisen, denn Facebook stellt das nicht unstreitig. Sie sagen tatsächlich, sie könnten das nicht und sie sind so groß und sie verdienen so wenig Geld oder was war da das Argument eigentlich? Man kann sich aber eigentlich fragen, kommt es wirklich darauf an, ob das aufwendig ist und ob es zumutbar ist? Oder muss man nicht eigentlich sagen, so wie es der Bundesgerichtshof zum Beispiel in der Rapid-Share-Entscheidung gesagt hat, ein Geschäftsmodell, was darauf angelegt ist, Rechtsverletzungen vorzunehmen und was nicht in der Lage ist, diese abzustellen, verdient dann auch keinen Schutz. Nun, jetzt ist Facebook vielleicht was anderes als ein Share-Hoster. Diese Frage ist eine politische Frage, die man auch diskutieren muss im Zuge des Digital Services Act, was auf der europäischen Ebene gerade diskutiert wird. Aber wir sollten doch heute mal festhalten, dass Facebook in der Lage ist und sein Geschäftsmodell auch so betreiben kann, dass Persönlichkeitsrechte von Betroffenen ausreichend geschützt werden. Wenigstens ab dem Zeitpunkt, wo man Kenntnis von einer Rechtsverletzung hat. Denn das ist die Privilegierung, die Plattformbetreiber brauchen, dass sie also nicht selbst suchen müssen nach rechtswidrigen Inhalten, aber dass sie in dem Moment, wo sie darauf hingewiesen werden, hier gibt es ein rechtswidriges Meme oder hier gibt es ein Foto, was mir von mir hochgeladen worden ist und das soll dann bitte auf der ganzen Plattform entfernt werden. Diese Fragen werden wir vor dem Landgericht Frankfurt von unserem Würzburger Verhandlungssaal aus klären, zusammen mit Renate Künast auf der einen Seite und Facebook dann auf der anderen Seite. Wir werden berichten.